Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe weiterhin die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und da geht es noch immer ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und wer Aktien hat, der weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Vor allem dann, wenn die Aktien gen Süden rauschen. Sei es eine einzelne Aktie oder der komplette Markt wegbricht, wie das jetzt im Dezember der Fall gewesen ist. Und was dann Nervenbewahren etwas noch erschwert, das ist ja die Berichterstattung drumherum. Das sind da die Qualitätsmedien, wie ich sie leicht ironisch bezeichne. Und der Titel jetzt dieses Videos: Börsennews macht Lesen dumm. Unreflektiertes Lesen schadet mehr, als es nützt. Und ich möchte es einfach mal ein bisschen sensibilisieren, denn letztendlich geht es ja um Ihr Geld, das Sie angelegt haben an der Börse, sei es direkt in Aktien oder ETF oder anderweitig. Und fangen wir mal an mit den effekthaschenden Formulierungen. Ganz klar, bei mir ist es ja auch nicht anders. Man buhlt um die Aufmerksamkeit des Publikums und da machen schon Titel, wie jetzt eben auch hier, Börsennews macht Lesen dumm, im Gegensatz zu Lesen bildet, da bin ich ja auch quasi mit drinne in dieser Konkurrenz, aber man kann eben das eine oder das andere draus machen. Ganz klar sind dann effekthaschende Formulierungen oft im Vordergrund, die dann auch, wenn es schlecht läuft, zu Missverständnissen führen. Und eine dieser effekthaschenden Formulierungen, die bezieht sich auf die Marktkapitalisierung, da brechen Kurse ein und dann werden sofort Milliarden vernichtet. Das sieht man hier, wenn man hier mal nach Milliarden vernichtet, im Zusammenhang mit Aktien zum Beispiel guckt. Das sieht man immer, dann findet man hier die Aktien, hier jetzt Wirecard und hier jetzt Kraft Heinz, deren Kurse dann eben zurückgegangen sind. Und dann vergleicht man im Prinzip die Marktkapitalisierung vor dem Kurssturz mit der Marktkapitalisierung nach dem Kurssturz und rechnet dann die Milliarden aus, die jetzt vernichtet worden sind. Vernichtet. Und zu vielen Milliarden, da stellt man sich dann richtig vor als Leser, vor allem dann, wenn man vielleicht nicht so tief in der Materie drinne steckt, wie da quasi ein Bomber über das Firmengelände kreist und dann irgendwelche Bomben abwirft und dann irgendwelche Unternehmensteile trifft und die sind dann immer verloren. Das ist natürlich Quatsch. Wenn man sieht, hier habe ich zum Beispiel bei TradingView von Wirecard jetzt hier nochmal den Chart. Und TradingView hat beispielsweise jetzt 142 Millionen ausstehenden Aktien und man sieht, gehandelt wird immer nur ein wirklicher Bruchteil von diesen Aktien. Hier waren es mal mehr, das ist die rote Zahl, ist das Nettovolumen, also diese Zahl hier ist das Nettovolumen. Da waren es mal mehr, dann ging das mal vielleicht mal auf 7 Milliarden, ich glaube mal, größte war hier 10 Millionen. Sind dann ungefähr 7%. Was ich einfach sagen möchte, ist, die Marktkapitalisierung ist eine theoretische Zahl. Sie dient der Orientierung des Unternehmenswerts, das ist in Ordnung. Aber dann davon auszugehen, dass weil die Marktkapitalisierung gleichbedeutend ist, eine niedrigere mit einem vernichteten Wert. Und vernichtet, das hat ja so einen Geruch von Ewigkeit an sich, für immer verloren. Das ist falsch. Das heißt einfach nur, dass der aktuelle Kurs niedriger ist, dass an einem bestimmten Tag die Marktteilnehmer nicht bereit gewesen sind, für eine gewisse Anzahl von Aktien eben noch so einen hohen Preis zu bezahlen, wie es eben vorher der Fall gewesen ist. Man sieht auch, dass diese Milliarden vernichtet, dass es im Prinzip Blödsinn ist, wenn man hier mal googeln würde nach Milliarden geschaffen oder so. Also es ist ja nicht so, dass Wirecard der Kurs immer nur beispielsweise fällt, der ist ja auch gestiegen. Und man könnte jetzt natürlich auch die Marktkapitalisierung zu dem Kurs von ungefähr 100 Euro oder 97 Euro dann vergleichen mit der Marktkapitalisierung. So jetzt ungefähr 116 Euro, wo es steht. Und jetzt müsste ich das mal ausrechnen. Wie viel waren es? 142 Millionen Aktien mal, sagen wir jetzt einfach mal, 10, damit es leicht zu rechnen ist, 10 Euro Kursgewinn, dann wären das 1,4 Milliarden Euro geschaffen. Also müsste jetzt quasi die Schlagzeile lauten, 1,4 Milliarden Euro wurden geschaffen innerhalb eines Tages. Und das ist natürlich ja Blödsinn. Und hier würde den meisten Leuten oder den meisten Lesern auch ein Licht aufgehen, dass es Blödsinn ist, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass innerhalb von Stunden im Rahmen zum Beispiel von 1,4 Milliarden Euro in diesem Fall, wenn Wirecard die Wirecard-Aktie um 10 Euro zulegen sollte, dass dann wirklich 1,4 Milliarden Euro geschaffen werden innerhalb so einer kurzer Zeit. Das
kann man ja nicht machen. Also da stellt man sich dann vor, wie soll das gehen? Und das zeigt einfach, dass diese Formulierungen hier im Prinzip Blödsinn sind, dass die Formulierungen letztendlich dem Clickbait dienen und Bad News are Good News und deshalb sind die halt immer wieder da. Und sowas führt halt dazu, dass Leute leicht nervös werden und dann möglicherweise zu Kurzschlusshandlungen reagieren. Eine andere Geschichte, wenn wir bei Wirecard einfach mal bleiben. Ich habe ja sehr intensiv über die Wirecard-Aktie berichtet, als es im Prinzip noch Neuigkeiten gegeben hat. Es gibt aber keine Neuigkeiten mehr. Zumindest keine wirklich kursrelevanten. Und man sieht jetzt auch, dass der Kurs, nachdem die BaFin das Leerverkaufsverbot verhängt hat, mehr oder weniger jetzt zeitweise rumdümpelt. Aber die Wirecard-Aktie, da wird halt nach wie vor nachgegoogelt und deshalb wird halt werden nach wie vor Schlagzeilen produziert. Und das ist auch so was typisches Medienmäßiges. Dann sieht man Wirecard-Aktie, keine Kunden, kein Geschäft, Fragezeichen. Kommt im März der große Knall, ist es ernst, bla bla bla. Also wenn man das dann mal liest, dann sieht man, dass es kaum was Neues gibt. Da wird mal ein Kunde irgendwo gewonnen von Wirecard. Also 0815-Meldungen, die normalerweise keine Schlagzeile wert werden. Und diese 0815-Meldungen werden dann benutzt, um die in den Artikel irgendwie reinzubringen, damit es inhaltlich doch noch irgendwas Neues gibt. Und damit außenrum halt hier wieder Clickbait produziert, damit man halt draufklickt. Das meiste ist dann wirklich Zeitverschwendung, wenn man sich das anguckt. Eine andere Geschichte, die ja schon fast lustig ist, das sind automatisch generierte Artikel, wie hier zum Beispiel. Da liest man dann, dann googelt man in diesem Fall zum Beispiel nach Vonovia-Aktie und dann liest man hier so durch, so bla 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 und am Ende kriegt man dann raus, dieser Artikel wurde automatisch erstellt. Aha. Das heißt, was man hier dann gelesen hat, das ist nichts anderes wie Information, der Kurs sich entwickelt hat, der ist halt zum, was weiß ich, 0,16% gestiegen und dann hier irgendwelche statistischen Sachen und die kriegt man dann, die liest man dann durch und am Ende merkt man, dass es quasi automatisch generiert wurde und das heißt, man könnte diesen Artikel jeden Tag aufs Neue lesen, weil sich die Zahlen ja verändert haben und ich weiß nicht, was sowas bringen soll. Also, wenn man sich für solche Dinge interessiert, dann kann man gleich in den Chart gucken oder wohin auch immer, also sprich in die eigentlichen nackten Zahlen, dann sieht man sofort, was Sache ist. Ich könnte auch solche Artikel raushauen, über 600 Stück am Tag, das wäre überhaupt kein Problem. Man braucht ja hier bloß ein paar Textbaukästen haben, die Zahlen habe ich ja meistens hier, um die es hier geht, könnte ich auch machen. Ja. Dann hätte ich quasi eine komplette Redaktion mir gespart und auf sowas verzichten wir aber lieber. Stattdessen, wie gesagt, soll man sich lieber die Zahlen an sich angucken, wenn sie einen interessieren. Ein anderes Beispiel, was ich mir noch rausgesucht habe, das ist im Dezember, wir erinnern uns, da war das Buzzword die invertierte Zinsstrukturkurve. Und die wurde dann überall als Indiz oder vielleicht sogar schon Beweis genommen, dass jetzt die Rezession bevorsteht und dass es jetzt ganz, ganz übel kommt, hier die invertierte Zinsstrukturkurve. Und jetzt steigen die Kurse wieder und es interessiert eigentlich eher so, jedenfalls ist sie aus den Medien verschwunden, obwohl die invertierte Zinsstrukturkurve nach wie vor existiert. Hier, also ich habe hier, das habe ich auch damals in dem Video geholt, hier haben wir die Treasury Yields, also aus den USA, die Schuldverschreibung und wir haben hier die Laufzeiten. Hier von den kurzen zu den hohen und normalerweise ist es so, dass die Kurzläufer relativ günstig sind und je länger man sich quasi das Geld leiht, so kann man sich vorstellen, umso teurer wird es, weil umso größer wird die Ungewissheit, auch bezüglich der allgemeinen Zinsentwicklung beispielsweise. Und wenn jetzt Kurzläufer teurer sind als Langläufer, dann spricht man ja von einer invertierten Zinsstrukturkurve. Hier ist der 1.3., hier ist der Ende Februar, also ist noch nicht besonders lang her. Und wenn wir hier mal gucken, hier, da haben wir eine Invertierung von hier nach da, die ist schon relativ hoch. Ich kann mich daran erinnern, dass die vielleicht sogar höher ist, als es im Dezember der Fall gewesen war. Und wir haben auch jetzt noch, hier haben wir eine Invertierung. Und jetzt könnte man da genauso Artikel draus machen und da rumschreien und sagen, hier alles ganz schlimm, Rezession voraus. Aber es interessiert halt die Mainstream-Medien momentan nicht, weil die Kurse halt steigen. Deshalb wäre das jetzt blöde. Aber ich kann garantieren, sobald die Kurse wieder zurückbrechen, wird es wieder rausgeholt und dann heißt es wieder hier überall an allen Ecken und Enden invertierte Zinsstrukturkurve. Das sind halt alles Beispiele, die ich jetzt bringe, die einfach nur zeigen sollen, dass unreflektiertes Lesen mehr schadet, als es nützt. Und am Ende möchte ich dann einfach noch ein paar Tipps geben,
Also ich würde davon Abstand halten oder ich halte es nicht für ratsam, wenn man nach den Buzzwords, die man gerade liest, einfach nur googelt und dann beispielsweise die ersten Treffer, die oben sind, sich zu Gemüte zieht. Da hechelt man eigentlich immer nur dem hinterher, was gerade in ist und kriegt immer nur den absoluten Tunnelblick, der meist in Richtung Panikmache mündet. Ich würde favorisieren, wenn man hingeht und sich seine Quellen aussucht. Natürlich möglichst gute Quellen, können auch Lieblingsautoren sein, die man sich aussucht auf gewissen Plattformen und dann denen, soweit es eben geht, treu bleibt und natürlich sich Selbstwissen aneignet und dann ein bisschen autark wird von dem aktuellen Medienhype, was da eben gepusht wird. Und dann sollte es auch als Ergebnis so sein, dass man sich weniger nervös machen lässt und auch weniger falsche Entscheidungen trifft, wenn es gerade wieder an der Börse brennt. In diesem Sinne also die Ruhe bewahren, wenn es wieder nach unten geht und nicht wild anfangen zu googeln und die Schreckensmeldungen lesen und dann mit dem höheren Puls auf den Verkaufsknopf drücken. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!